Moinsen YouTube. Willkommen zu einer neuen Folge von dem Dizzycast. Heute haben wir einen fantastischen Gast, von dem ihr wahrscheinlich oder einige von euch schon mehr wissen als ich. Denn ich kenne von Marcel Schiro nicht die Funktion in Team Nitro. Hallo, Schiro. Servus, einen wunderschönen guten Abend, guten Nachmittag oder was auch immer, wann ihr es hört. Und hallo Nils. Das hast du fantastisch abgedeckt, muss ich sagen. Gleich alle Tageszeiten abgedeckt, wann auch immer die Leute das hören. Bin das Ganze gewöhnt durch Vaku. Mittlerweile kommt man so ein bisschen in das Business rein. Okay. Aber bevor wir jetzt groß anfangen, hol uns doch mal kurz in 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sätzen ab, wer du eigentlich bist und was deine Funktion ist. Ja, ich bin Marcel Schiro. Bin bei Team Nitro als unter anderem Race-Ingenieur angestellt. Ich kümmere mich hauptsächlich eigentlich während des Rennens um reibungslose Abläufe, kümmere mich ein bisschen um die Strategie und sorge eigentlich dafür, dass die Jungs bestmöglich durch irgendwelche Endo- oder Pro-Serie-Rennen kommen und ein gutes Ergebnis einfahren. Du bist tatsächlich Renningenieur? Ja, auch wenn man es hier und da mal nicht glauben mag, anhand von Sachen, die vielleicht mal passiert sind. Aber ja, das bin ich. Du bist nicht Teammanager, du bist Renningenieur only. Nein. Also Aha. Ich mache im Hintergrund noch andere Sachen außer Renningenieur und kümmere mich ein bisschen um die Jungs. Mhm. Aber wir haben ja auch Titus bei uns im Team, der sich, ich sag mal, mehr diese Managerrolle übernimmt. Und ich habe die Kommunikation mit Titus. Das heißt, alles, was die Jungs brauchen, was sie wollen oder was auch immer, alles, was die Jungs betrifft, oder auch aus Orga-Seite betrifft, rede ich quasi mit Titus zusammen und dann mit unserer Orga, mit den quasi Leuten, die nochmal über uns sitzen. Aber grundsätzlich bin ich eigentlich Renningenieur. Also habt ihr schon so ein richtig schönes, gut funktionierendes Konstrukt aufgebaut? Nach außen hin würde ich sagen, ja. Aha. Aber im System selber gibt es bestimmt hier und da noch ein paar Kleinigkeiten, an denen man arbeiten kann, dass das Ganze besser funktionieren würde. Ja gut, aber grundsätzlich funktioniert's. Es ist ja ein Prozess, man wächst da ja auch rein. Genau. Lass uns mal kurz hier Halt machen. Es gibt ja am Anfang immer so eine Frage, die muss man ja eigentlich immer mal stellen und die kennst du ja auch schon, damit die Leute sich auch mal ein bisschen mit dir identifizieren können. Wann und wie hast du denn angefangen mit Simracing? Also grundsätzlich ist es noch gar nicht so lang her. Ich war früher auch gar nicht so krass, sag ich mal, in diesem ganzen Motorsport-Ding drin. Ja. Also klar, Fun Fact, ich komme aus Heppenheim, also viele kennen es auch als Vettelheim, weil Sebastian Vettel ja hierher kommt. Zumindest für die Leute hier aus der Umgebung, die kennen es als Vettelheim. Okay. Und das heißt ja auch als, ich sag mal, kleines Kind, so 7., 8. Klasse ungefähr, ich weiß nicht, wie alt ist man da, 13, 12, 13, sowas in dem Alter, war ich dann halt Formel 1-Fan und alles, gerade wegen dem Sebastian ja selber, er kommt hier aus der Nähe und hat das Ganze so ein bisschen mitverfolgt. Und irgendwann ist mein Interesse daran halt geschrumpft. Es gab andere Sachen, die ich bevorzugt habe. Und mit 18 habe ich dann meinen Motorradführerschein gemacht. Und dann kam ich erst wieder in dieses ganze Motorsportthema so ein bisschen rein. Zwar auf zwei Rädern, aber dann hat es angefangen, dass ich Motorrad gefahren bin, war öfters mal auf der Rennstrecke, habe das Ganze so ein bisschen miterlebt und so ein Feeling dafür bekommen. Musste dann gezwungenermaßen 2019 meinen Führerschein aus gesundheitlichen Gründen abgeben und habe danach nach Alternativen geguckt. Weil irgendwas, ne, man ist jung, man hat trotzdem die Begeisterung dazu und hat schon so ein bisschen dran schnuppern können. Und hab dann auf YouTube irgendwann aus Zufall ein Video gefunden in Assetto Corsa damals. Okay. Es war ein Drift-Video, alles mit Triple Screen und so weiter. Also ultra geil, das Video ging 40 Minuten. Da hatte ich so Bock drauf, als ich das gesehen habe, dass ich mir damals relativ zeitnah direkt eine Wheelbase gekauft habe, einen Shifter und was man halt so zum Driften eigentlich gebraucht hat, bis ich dann nach 10 Minuten rausgestellt habe, es ist eine absolute Vollkatastrophe, es funktioniert gar nicht. Und dadurch, dass ich damals schon einmal auf der Nordschleife war mit dem Motorrad, bin ich dann halt eine Assetto Corsa Nordschleife gefahren und so hat das Ganze so seinen Lauf genommen. Über Assetto Corsa hier und da ein paar Stunden gespielt, dann zeitnah zu ACC geswitcht und dann hat das ganze Ding in ACC so seinen Lauf genommen. Okay. Driftest du heute noch? Nein. Gar nicht? Ich hab seitdem auch nicht probiert. Also ich habe auch kein rundes Lenkrad oder sonst irgendwas. Alles, was Simracing angeht, ist wirklich ACC-only. Also ich habe hier und mal LMU eine Zeit lang ein bisschen gefahren, gerade am Anfang, als es rausgekommen ist. Ich habe iRacing mehr oder weniger mal ein bisschen ausprobiert, war mir aber einfach was,
Ja, ich bin ehrlich, diese Einstellmöglichkeiten, bis du da erstmal drin bist und alles wirklich funktioniert, war mir irgendwann einfach zu anstrengend. Da war ACC halt einfach die einfache Möglichkeit und ACC hat mir damals einfach auch alles gegeben, was ich so gebraucht habe, dass ich gesagt hätte, ja, das ist es erstmal und seitdem bin ich eigentlich nur ACC gefahren. Also du bist ja aber auch dann relativ spät eingestiegen in die Materie, oder? Ja, so roundabout 2021. Also was? Sind jetzt, ja, ich sag mal, 3 Jahre sowas in dem Dreh. Ja, dann können wir uns fast die Hand geben. Bei mir war es auch nicht viel früher. Also ich habe Ende 2019 angefangen. Ah, okay. Ich find's nur immer krass, wie schnell die Zeit bei sowas umgeht. Also wenn ich jetzt im Nachhinein denke, also die letzten 2-3 Jahre, was man dann schon alles irgendwie erlebt hat im Simracing oder auch außerhalb vom Simracing-Bereich, die Zeit geht einfach um. Das denkt man gar nicht, dass das wirklich innerhalb von diesen 2-3 Jahren passiert ist. Ja, ich hatte heute witzigerweise auch so einen Moment, gut, dass du das sagst, weil ich habe heute Steuern gemacht, also Papiere erledigt und habe einfach so einen Batzen von der Norwegen-Reise fertig gemacht und archiviert und guck so drauf. April? Moment, wir sind doch schon im Juli. Ist das schon wieder fast 2 Monate her? Wow. Ja, die Zeit verfliegt, ey. Und ich kann dir sagen, je älter du wirst, desto schneller geht das so. Das glaube ich dir auch sofort. Ja. Ja, und gerade auch mittlerweile bei den ganzen Events, die man hat, allein diesen Monat jetzt schon wieder, was, 3-24-Stunden-Rennen. Oh. So, wenn man da, also jetzt nicht in ACT oder sonst was, aber Herr Nordschleife war ja 24-Stunden-Rennen, dann war ja Le Mans und jetzt nochmal Spa. Ja. Wenn dann so, ich sag mal, so ein Monat ist, da geht die Zeit auf einmal um wie nichts. So, wenn man das Ganze mal ein bisschen verfolgt, dann ist hier ein Wochenende weg, da ist ein Wochenende weg. Dann natürlich auch selber, wenn die Jungs irgendein Rennen haben, wie vor, lass mich lügen, eine Woche, SAO, wo er selber war für die Jungs. Und dann, geht die Zeit um, es ist Sommer, man freut sich wieder drauf, wenn Winter ist, weil keiner Bock auf die 35 Grad hat. Und dann ist das Jahr auf einmal schon wieder vorbei. Ich habe das echt schätzen gelernt, muss ich sagen. Also ich. Die Hitze? Ja. Ja, hast du eine Klimaanlage? Nee. Oh, okay, dann. Nee, ist geil für den Körper. Also diese ganze Wasser geht mal raus und dann alles wird mal durchgespült, so ist doch gut. Ja, aber ich glaube, wenn du dann selber, also zumindest ist es bei mir so, wenn ich dann selber irgendwie mal 2-3 Stunden fahre und dann mal so ein vollgeschwitztes T-Shirt habe, bin ich dann aber doch froh, wenn die Dusche kommt oder ich die Klamotten mal wechseln kann und der Sitz vielleicht auch nicht so ganz nass ist und so weiter. Ja, also, das kann ich verstehen, ja. Das ist im Winter dann doch deutlich angenehmer, finde ich. Das macht bei mir ehrlich gesagt keinen Unterschied, ob Winter oder Sommer, das läuft immer die Suppe. Aber da gibt es ja klimatisierte Sitze. Schon mal drüber nachgedacht? Ja, war ich da auch irgendwann kurz davor, mir zu holen. Aber zu dem Zeitpunkt gab es noch keine richtige Lieferung nach Deutschland. Die hatten da ein paar Probleme, als ich danach geguckt habe. Ja. Und deswegen gab es den Sitz nicht. Also mittlerweile würde ich mir vielleicht wieder einen holen, weil ich eh viel zu viel Geld für Simracing und so weiter ausgebe. Sieht man gar nicht, wenn man jetzt so dein Kamerabild anguckt. Ja, es steht einfach nur ein Karton da und du weißt einfach gleich Bescheid. Ja, ich habe mir mittlerweile, dadurch, dass ich auch ab und zu stream, so eine kleine, ich sag mal, Deko-Ecke aufgebaut und sowas. Ja. Dass es halt nicht ganz so nach, einfach nur schwarze Wand aussieht. Aber ich brauche so eine kleine Raumtrennung, dadurch, dass ich nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung habe und man sonst mein komplettes Wohnzimmer sehen würde, dachte ich, irgendwie muss man das halt ein bisschen, dass es immer ein bisschen nach was aussieht. Das ist doch cool. Ja. Und ich habe nur einen einzigen Karton gesehen. Mehr habe ich nicht gesehen von der Deko. Da sind noch 1-2 andere darunter. Ach so, bist du Team, ich heb Kartons auf? Je nachdem, was es ist, ja. Also gerade Lenkrad oder auch Buttonbox, so Sachen, wo ich weiß, okay, also ich muss sagen, das ist mein 4. Lenkrad oder sowas. Also ich habe schon ein paar hinter mir und hatte die auch immer, glaube ich, nur für ein halbes Jahr. Und dann war es halt so, ich verkaufe es wieder, kaufe mir was Neues. Und da finde ich es dann doch sehr praktisch, wenn du einen Karton für so Sachen einfach noch hast. Ja, verständlich. Ja. Ich habe irgendwann mal damit aufgehört, Kartons aufzuheben. Ja, ich meine, wenn ich bei dir in den Hintergrund gucke, da steht ja auch einiges rum. Das kannst du aber so bitte nicht zählen, weil das ist ja größtenteils der Job, ne? Also. Ja, okay. Aber ich bin ja auch als Renningenieur. Als Renningenieur muss ich Porsche Wheel fahren oder so. Es ist vielleicht nicht unbedingt mein Job, aber es ist halt die Leidenschaft trotzdem, die dahinter steckt. Ja. Aber wo du das gerade gesagt hast mit dem Renningenieur, wie bist du denn
so auf den Trichter gekommen, zu sagen, ich will nicht fahren, ich bin kein Teammanager, oh ja, ich mache jetzt Renningenieur? Oh, es war eigentlich da alles so nur ein Ding der Zufälle, würde ich mal sagen. Mhm. Also, um das Ganze so ein bisschen auszuholen, ich bin vor, weiß nicht, 1,5 Jahren, 2 Jahren, also relativ am Anfang von meiner ACC-Karriere, über Rennwelten, die ja damals so Meisterschaften alles gemacht haben, ein Endo-Rennen mitgefahren. Und das war damals auch mein erstes, also es war ein 8-Stunden-Solo-Rennen, weil mein Teammate kurz davor abgesagt hat, weil er krank war. Und ich habe mich halt darauf vorbereitet und ich dachte mir, ja komm, ich probiere es einfach, zieh das durch. Und dann wurde ich in der letzten Runde damals von Jonas van Treuten abgeräumt. Oh, da ist auch eine lustige, ja, da ist eine lustige Story entstanden, weil er danach meinte, er gibt mir irgendwann mal ein Eis aus, wenn wir uns sehen. Ich habe ihn mittlerweile ein paar Mal gesehen. Fun Fact, ich habe das Eis nie bekommen. Die Story kennen, glaube ich, auch viele. Ja, ja, Treuten, ey, das ist auch so ein Heini, Mann. Schöne, ja, Grüße, gell? Schöne Grüße gehen raus. Ja. Jonas ist auf jeden Fall ein sehr, sehr korrekter Mensch. Ist er auf jeden Fall, klar. Ja. Und so habe ich damals so ein bisschen Kontakt mit Marco gehabt und war dann abends ab und zu mal mit Marco und Captain Morgan, das ist der Mod von Marco, abends hier und da mal ein Voice und dann hat man, ja, ich würde einfach sagen, da ist wirklich eine Freundschaft draus entstanden, ne? Weil man wirklich abends dann echt stundenlang noch abseits vom Simracing irgendwas gezockt hat, so just for fun Spiele, wo man einfach mal so abschalten konnte und es ging alles so nach und nach weiter und in der Zeit war ich selber noch aktiv und bin in Teams mitgefahren. Und irgendwann kam einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, dieses ewige, ich nenne es wirklich mal reinschwitzende, ist einfach nicht mehr so das meins. Ich würde meine Zeit hier und da gerne einfach anders nutzen. Oder gerade auch im Sommer habe ich dann wieder mehr mit Freunden einfach gemacht, wo ich gesagt habe, okay, ich kann einfach nicht mehr so viel trainieren, um dann auf die Pace XY zu kommen. Und damals waren die Jungs dann noch bei Karl Krämer. Damals gab es auch noch diesen Sven, der vielleicht einen oder anderen was sagen wird, der schon bei den Jungs als Renningenieur war, weil, muss man einfach so sagen, die hier und da gerne mal verpeilt sind und Sachen vergessen oder Probleme bei irgendwas haben. Und dann waren wir damals noch zu zweit und als das Ganze dann rüberging zu Sprout, haben sich die Sachen dann so ein bisschen gesplittet, weil einfach zum Teil die Zeit nicht da war und dann habe ich das Ganze halt übernommen. Und seit relativ genau einem Jahr bin ich dann quasi bei den Jungs dabei, damals Karl Krämer, dann Sprout und jetzt wirklich bei Team Nitro, dass ich die Jungs, was alles Richtung Rennen und so weiter angeht, komplett unterstütze. Okay. Was kann man sich jetzt darunter vorstellen, wenn jetzt beispielsweise 24-Stunden-Rennen ist? Was wäre da jetzt so deine Aufgabe? Also grundsätzlich haben wir ja mittlerweile, was auch richtig gut ist, mit ACC Drive ja das Tool, dass man Boxenstops einstellen kann und sowas. Und das Ganze fängt dann halt vor dem Rennen an, gerade Richtung SAO, wo ein Stintplan durchgearbeitet wird, wann wer fahren kann, weil wir Probleme haben. Marco kann zum Beispiel nicht in der Nacht fahren, weil er irgendwann Internet-Disconnect bekommt, dann hat einer irgendwann Termine. Und da probiere ich quasi eine gute Lösung für alle zu finden, weil ich glaube, eine optimale Lösung beim 24er gibt es einfach nicht. Da muss jeder mal auf Schlaf verzichten, ne? Und kriegt nicht seine 8 Stunden Schönheitsschlaf. Das heißt, da fange ich halt schon an und probiere das Ganze so ein bisschen durchzuplanen, was wie am besten wäre und gucke halt natürlich auch wegen Stint-Teil, also wegen der maximalen Fahrerzeit, die man hat, wie jetzt zum Beispiel in SRO, weil da muss wirklich jeder Fahrer seine maximalen 8 Stints fahren und nicht länger. Und das hat dann später halt die ganze Auswirkung, dass ich während dem Rennen wirklich 24 Stunden, was jetzt auch bei SRO der Fall war, dabei bin, das ganze Renngeschehen verfolgt, Strafen quasi mit den Stewards ausspreche, beziehungsweise die halt einen Auftrag gebe, den Jungs den Boxenstopp einstelle. Dadurch haben wir, also wir haben auch so eine vorgefertigte Google-Tabelle, wo dann alles genau detailliert drin steht, wann welcher Fahrer mit welchen Drücken, bei welchen Temperaturen gefahren ist. Sobald es Wetterveränderungen gab, wurden die notiert, dass man einfach das Rennen so ein bisschen durchplanen kann und dass sich die Jungs wirklich nur auf das Fahren konzentrieren können. Solange das Rennen trocken ist, ist es, ich sag mal, ein Selbstläufer, weil so viel kann man da nicht falsch machen, sondern es fängt dann wirklich erst an, problematisch zu werden, wo die Jungs, glaube ich, auch sehr dankbar sind. Sobald es anfängt zu regnen oder man einen Wetterwechsel hat oder einen Unfall passiert oder sonst irgendwas, dass sie wirklich sagen können, hey, ich muss nur fahren und alles andere wird mir gesagt, was ich machen soll. Dann geht nichts verloren, man vergisst nicht irgendwie einen neuen Reifensatz auszuwählen, weil so Sachen sind halt auf Top-Niveau einfach dramatisch.
Wenn du da mit einem gebrauchten Reifensatz rausfährst, da ist der Stint aber eine volle Katastrophe. Und da geht's erstmal ein paar Plätze nach hinten. Ja. Also bist du ja quasi das Mädchen fürs Auto während des Rennens. Genau. Ich kümmere mich davor noch so ein bisschen mit den um die Jungs, sage ich einfach mal. Also ich habe zwar so ein bisschen, also die ganz normalen Basics-Ahnung und so weiter, vielleicht auch ein bisschen mehr als Basic-Ahnung von Setups. Aber was man einfach dazu sagen muss, ist, ich fahre die Pace nicht von den Jungs. Das heißt, mein Setup würde vermutlich anders aussehen als das Setup von denen, weil die einfach unterschiedliche, ich sag mal, Geschmacksrichtungen haben. Und so ist es ja schon von Fahrer 1 zu Fahrer 2. Und da würde mein Setup einfach nicht den Geschmack von den Jungs treffen. Deswegen kann ich da nicht so viel Impact geben. Aber ich bin halt trotzdem beim Training oder sonst was davor immer dabei. Und wenn die Jungs mal keinen Bock haben, probiere ich sie irgendwie so ein bisschen zu motivieren und sei es nur mal irgendwie eine halbe Stunde Scheißdreck mit den Labern, wenn man das so sagen kann. Ja. Es bringt die dann einfach mal wieder auf neue Gedanken und ja, dadurch kriegen sie vielleicht mal wieder Lust oder weniger Lust, das sei mal immer dahingestellt. Aber so kümmere ich mich quasi so ein bisschen um. Das ist ja echt cool. Also, kennst du andere Teams, die auch einen Renningenieur haben? Ja. Also ich weiß, dass es UAL oder halt mittlerweile jetzt Rennwelten, die haben auch nebenbei so zwei, drei Jungs, die sich da so ein bisschen drum kümmern. Aber man muss halt auch sagen, die sind eine viel breitere Masse. Also wenn die da ihre vier Teams stellen, da sind immer mal ein, zwei Leute, die zurzeit nicht fahren müssen und sich halt Gedanken machen können über das, was am besten ist und haben halt natürlich auch den riesen Vorteil dadurch, dass die vielleicht Sachen, wo ich einfach sagen würde, okay, ich meine, Fehler macht jeder, dass man mal irgendwas übersieht oder sonst was, das ist ganz menschlich und da wird, glaube ich, auch keinem irgendeinen Vorwurf gemacht oder sowas. Aber sie minimieren halt die Fehler dadurch, dass sie einfach mehr Leute sind und der eine dann was sieht, was der andere halt übersehen hätte. Aber von denen weiß ich, die haben es und ich glaube auch, dass bestimmt Williams da irgendwas im Hintergrund hat und noch ein paar andere Leute. Aber ich würde sagen, die meisten Teams verlassen sich da einfach auf ihre Fahrer, die sonst auch das Rennen fahren. Und Vertrauen drauf, was die halt für Calls geben. Okay. Was war denn dein größter Schnitzer, den du bisher gemacht hast als Renningenieur? Bei einem Rennen, das wichtig war oder unwichtig? Du darfst gerne beide Geschichten erzählen, Chiro. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir beides hören dürften. Also ich hatte einmal den Fall, dass ich, das war ein LFM Duo Cup Rennen auf dem Nürburgring. Da hat es am Anfang geregnet. Ich habe das Rennen nicht komplett verfolgt, weil wir strukturieren uns da immer ein bisschen und sagen, die Rennen, die wichtig sind, da bin ich auf jeden Fall dabei. Aber Duo Cup sehen wir halt mehr als Content an und da sollen die Jungs machen, was sie wollen. Und da hat es halt am Anfang geregnet und ich kam gerade in den Stream rein, hab gesehen, was da Sache ist. Und ne, dann hieß es irgendwie, ja, es hört gleich auf zu regnen und so weiter und so fort. Da habe ich gesagt, ja, geht auf Slicks, das passt bis dahin, das trocknet ab. Es hat auch aufgehört zu regnen. Aber was mir keiner gesagt hat, dass es davor so krass geregnet hat, dass die Strecke einfach wirklich unter Wasser stand. Ja, somit hatten die ein bisschen ihren Spaß, sind da rumgegondelt und hatten, glaube ich, auch den Spaß ihres Lebens. Aber produktiv für das Rennen war das eher weniger. Aber es war ein Content-Rennen. Deswegen war das, glaube ich, alles halb so wild. Und eine andere Sache, die mir mal passiert ist, das war in VEM damals. Das war das VEM Kyalami-Rennen. Da hatten wir ja diese Regenbedingung, dass es sehr warm war, ja, aber es nur leicht geregnet hat. Und im ersten Sinn sind halt alle mit Regenreifen gefahren, die dann relativ schnell überhitzt sind. Und dann hat man sich Gedanken gemacht, okay, verkürzt man vielleicht die Stints, dass die Regenreifen trotzdem schneller sind. Am Ende des Tages war eigentlich der richtige Call, du gehst auf Slicks, weil die Slicks einfach auf den kompletten Stint schneller gewesen sind, dadurch, dass der Regen sich nicht wirklich verändert hat. Und den Call habe ich halt erst nach dem zweiten Boxenstopp gemacht. Somit sind die Jungs halt ein zweites Mal auf Regenreifen gefahren, was andere Teams halt nicht gemacht haben. Es war durchmixt, würde ich sagen, weil die Hälfte hat's gemacht, die Hälfte hat's nicht gemacht. Deswegen war es jetzt kein so krasser Fehlcall, würde ich sagen. Aber es hat uns trotzdem Zeit gekostet und in dem Sinne war es halt ein Fehler, der mir damals passiert ist, der auch ganz klar auf meine Kappe geht, aber ja, aus Fehlern lernt man, das hat man sich notiert und nächstes Mal, wenn sowas ist, dann werde ich mich bestimmt dran erinnern und nicht mal so eine Fehlentscheidung geben. Hast du aus der Chefetage einen auf den Deckel gekriegt? Nee. Okay. Also, da sind wir wirklich, die Jungs fahren und das, was drin ist, das geht und ich glaube, da ist keiner von uns, der einem anderen irgendwas böse nimmt oder sonst irgendwas, weil Fehler können passieren und selbst wenn einer mal ein bisschen off-pace ist oder sonst irgendwas, da sind wir, ich glaube, ein gut eingeschweißtes Team, dass wir sagen können, dann ist es so
Und man muss auch ganz klar sagen, wir sind ja nicht an dem Punkt, dass wir vorne um in SRO die Platz-1-Meisterschaft mitfahren oder sowas. Wir sind gut dabei und wir sind momentan auch mit den Ergebnissen, die wir haben, zufrieden. Aber was man halt auch immer bedenken muss, ist einfach, Marco und Noah, auch wenn sie quasi E-Sportler sind und wirklich viel fahren und alles, aber es gibt andere Leute, die trainieren halt ihre 20, 30 Stunden nur für dieses eine Rennen. Und dann haben wir die zwei Jungs halt, die montags Duo Cup fahren, die mittwochs Genesis fahren, die Donnerstag Pro-Serie fahren, an dem Sonntag vielleicht noch LFM Endo. Da geht so viel Zeit für andere Sachen drauf, als dieses eigentliche wichtige Rennen, was ja auch okay ist, weil ne, die Stream nebenbei, das ist ja auch das, was uns quasi weiterbringt, wenn sie Content machen und ja jetzt auch einfach die Marketing Nitro und sowas größer machen, dass wir sagen, es ist beides auf eine Art und Weise wichtig. Wir wollen nicht dastehen, als wir sind absolute Vollpfeifen oder sonst irgendwas und wissen nicht, wie wir fahren können. Und so ist es ja auch nett. Die Jungs geben, glaube ich, immer alles und wissen selber, wann sie wie unzufrieden sind oder wenn sie selber mal Fehler gemacht haben und dann ärgern sie sich auch. Und da gab es auch schon ein paar Fälle und dann ist es so. Und wenn einer mal ein Rennen wegwirft, ja, mein Gott. Also es gibt, glaube ich, Schlimmeres am Ende des Tages, als wenn du halt hier mal einen Fehler gebaut hast. Ja, Schwamm drüber, nächstes Rennen wird besser. Und ich glaube, da würden die Jungs mich motivieren, wenn ich irgendwie Mist gebaut habe und ein bisschen am Arsch bin. Genauso wie ich halt im Rennen probiere, dann die Jungs zu motivieren, wenn mal die Karre eingeplankt wurde oder sonst irgendwas, dass man sich da, glaube ich, immer gegenseitig so ein bisschen motiviert und am Laufenden einfach hält, dass man da sich irgendwie nicht dumm fertig macht oder sowas, weil das macht, glaube ich, ein Team auch aus, dass man da wirklich so eng wie es geht quasi zusammengeschweißt wird, weil nur dann, finde ich, ist es halt auch wirklich ein gutes Team. Ja, da hast du schon recht, ja. Wo siehst du denn Nitro aktuell? Ich sage immer gerne Nitro. Ich spreche bewusst immer solche. Geht das eigentlich noch durch, wenn man Nitro sagt? Ja, das ist okay. Auch wenn wir am Anfang ein bisschen skeptisch mit dem Namen waren, sage ich mal. Besonders auf Deutsch ist es halt immer so, ja, Nitro, ne, man Fast and the Furious fahrt damals irgendwie oder Need for Speed. Ja, wir sind, keine Ahnung, 14 Jahre alt und gründen jetzt ein Sim-Racing-Team, aber so ist es halt nicht. Der, ihr seid Mitte 20. Genau, wir sind schon ein bisschen älter und fahren trotzdem noch Need for Speed, aber das ist vollkommen okay, so wie du es aussprichst. Okay, ich mache für den Podcast extra Nitro jetzt. Nitro! Aber das ist ja eigentlich auch, also ich meine, kennst du das Nitro, das amerikanische Nitro, die Stunt-Teams? Ja, ja. Die kenne ich. Das ist Nitro Circus, ne? Ja, Nitro Circus ist das. Weiß nicht, wie genau heißt. Ja, die heißen Nitro Circus. Kann ich dir auch übrigens nur mal empfehlen. Kannst du was für euer Team lernen und vielleicht was adaptieren? Die haben Marketing durchgespielt. Ja, weiß ich auf jeden Fall, wie ich Marco richtig einsetzen kann danach. Ja. Ob das dann so gut ist für die Rennen, sei mal dahingestellt, aber Hauptsache das Marketing stimmt. Wollte ich gerade sagen, Marketing ist ja das A und O. Das stimmt. Muss man leider sagen. Das ist so hart, wie es klingt. In der heutigen Zeit, durch Sim-Racing nur an Preisgelder oder sonst irgendwas, ja, du wirst dir deinen Lebensunterhalt dadurch nicht finanzieren können. Dafür ist Sim-Racing einfach noch zu klein. Jetzt mal Rennsport so ein bisschen ausgeklammert. Aber da ist es halt sehr von Vorteil, wenn du so einen Marco zum Beispiel hast, was auch ein riesen Mehrwert ist einfach fürs Team, weil du Sachen viel besser promoten kannst. Du kannst Marken besser aufbauen, du kannst damit sehr viel Reichweite einfach generieren, was für uns extrem wichtig ist. Ja, das stimmt. Also ich sag mal so, für die Hauptsponsoren ist das keine schlechte Werbefläche. Genau. Ja. Das und, muss man einfach sagen. Ja, und die Sponsoren sind halt auch am Ende des Tages diejenigen, die, ich nenn's mal, das Geld in die Kasse bringen. Und ohne die wären manche Sachen halt einfach gar nicht möglich. Auch irgendwelche Events, die wir abseits davon machen, wie zum Beispiel im April hatten wir das 24-Stunden-Rennen in Stuttgart auf einem Rig, wäre so eigentlich dann gar nicht möglich gewesen. Weil, ja, die Sponsoren, die ne, bringen dann ein bisschen das nötige Kleingeld, sag ich mal, mit, unterstützen uns damit. Dadurch geben wir ihnen halt auch Werbefläche und probieren, was Gutes zu organisieren, was Gutes zu machen. Und ich würde sagen, bis jetzt war das eigentlich
alles, was wir gemacht haben, ein guter Erfolg für uns. Das ist doch schön. Also bist du so generell jetzt mit der Startzeit von Nitro sehr zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Also es gab Sachen, die uns noch näher aneinander geschweißt haben, würde ich sagen. Auch durch die Möglichkeit, damals, als wir quasi am Anfang zu Sprout gegangen sind, hatten wir die Möglichkeit, nach Berlin zu kommen für Fotoshooting und so weiter. Und da waren wir schon alle zusammen oder beieinander und konnten, ich glaube, 2 Tage waren das, miteinander verbringen. Dann war halt die Sim Racing Expo, wo wir wieder alle zusammen waren. Dann das Ganze jetzt in Stuttgart, wo wir zusammen waren. Es sind einfach Tage, wo wir mehr Zeit oder wo wir uns halt auch wirklich offline mal treffen. Und die bringen einen halt einfach deutlich näher zusammen, was halt das Team besser zusammenbringt. Und auch so, was wirklich nur das reine Sim Racing angeht, merkt man auf jeden Fall, dass Marco Noah zum einen mehr Zeit investieren, dass Videos hier und da besser sind, weil die Jungs mehr Zeit dafür haben und auch Möglichkeiten, die quasi Projekte, die abseits davon entstehen, halt gerade für die Zukunft sehr relevant für uns sind und auf die man sich, glaube ich, sehr freuen kann. Ich finde das immer, was ich ein bisschen schade finde, und das ist jetzt keine Kritik, aber es sind immer nur Mabix und Noah. Ja. Ist dir jetzt schon mal aufgefallen, immer wenn es so um Team Nitro geht, ist es immer Mabix und Noah. Jetzt so du, Shiro auch noch ein bisschen, aber die anderen fallen irgendwie immer so ein bisschen hinten runter. Ja, lustiger Funfact. Also das wissen wir auch, dass es so ist. Wir hatten nur, seitdem das Ganze quasi so stattgefunden hat, wir hatten ja die VEM, die war. Ja. Da hatten wir ein Auto, ja, das waren was, nur 6 Stunden Rennen oder sowas, 6, 7, 8 Stunden Rennen. Die fährst du halt zu zweit. Das ist leider so, das ist zu wenig Zeit, um quasi einen dritten Fahrer da so ein bisschen zu involvieren. Deswegen, wen setzt du aufs Auto, ist leider nun mal Marco Noah dann. Dann war jetzt SRO, was wieder angefangen hat, was man auf jeden Fall zu dritt fahren muss. Seitdem ist quasi Max wieder öfters mit dabei, der mit uns fährt. Henrik hatte dann im Mai irgendwann auch seine Abi-Prüfungen. Das heißt, der war sowieso ein bisschen abseits und konnte dann nicht ganz so viel fahren. Und ja, aber du hast auf jeden Fall recht, seit Januar war es wirklich mehr nur dieses Marco-Noah-Ding und die anderen Jungs waren dann halt quasi so ein bisschen im Hintergrund, sind vielleicht hier und da mal Pro-Serie mitgefahren. Aber was Endu-Bereich angeht, waren die dann sehr bedeckt. Also da hoffen wir auch, dass es in Zukunft, gerade jetzt, wo Henrik wieder fertig ist mit seinen Prüfungen, der war dann noch verletzt, das war auch noch so, ja, gerade mit den Prüfungen fertig und erstmal verletzt, das ist natürlich auch klasse. Aber ja, dem geht es mittlerweile wieder besser. Das heißt, den wird man auch auf jeden Fall wiedersehen. Und wir freuen uns auf jeden Fall drauf, wenn die Jungs dann auch mal wieder mehr Zeit haben, abseits von ihrem Berufsleben oder was sie auch machen, um wirklich dann Simracing machen zu können und dass man sie auf jeden Fall auch wieder sieht und im Stream mitbekommt oder sei es, sie fahren selber mal ein paar Runden. Da freuen wir uns, glaube ich, auch aus Orga-Sicht ein wenig. Ja, Henrik, der ist auch noch dran, der Lümmel, aber ich weiß nicht, wo ich den erreichen soll. Ich habe immer keine Lust, mit Influencern zu schreiben, das dauert immer so lange. Das war bei dir ein bisschen schöner, das ging so zack, 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 fertig und dann bei den anderen ist immer so, dauert ja ein bisschen. Kennst du das auch ein bisschen? Ja, Da muss ich auch sagen, was das angeht, ich bin da nicht strukturiert, aber ich hasse es, wenn Sachen in der Weltgeschichte offen sind. So, wenn für mich was da ist, was man klären kann, machen kann, dann will ich das am liebsten jetzt machen und nicht erst irgendwann in 2 Tagen. So, bei mir könnte wegen mir jeder Termin wirklich jetzt direkt sein. Ja, weißt du, so bin ich einfach. Ich mag es, die Sachen irgendwie geklärt zu haben. Deswegen bin ich auch eigentlich viel zu oft und viel zu schnell erreichbar. Und ja, da gibt's halt andere Leute, bei denen ist es ja eher ein Problem, wo man ein bisschen hinterherlaufen kann. Wie man, also ich denke mal, viele werden den Cast mit Marco schon gehört haben, wo es dann halt einfach so ist, dass Sachen vergessen sind. Da kann ich diesmal auch Grüße an Marco ausrichten, ne? Weil er hat mir damals Grüße ausgerichtet und gesagt, er hat die Bilder für mich noch nicht gemacht. Fun Fact, nach einem Monat, ich habe sie immer noch nicht bekommen. Okay, wo wir gerade dabei sind, Mabix, ich habe dich super doll lieb, aber wir sitzen gerade hier und wir sprechen. Ich möchte das ganz kurz nochmal. Ich habe Mabix darauf angesprochen, dass er mir bitte seine Social Media Links schickt, ja? Ja. Im Cast am Anfang und am Ende. Ja, mache ich gleich. So, wir waren fertig mit Aufnehmen. Mhm. Er hat mir sein Bild geschickt, das hat er noch irgendwo auf dem Desktop gefunden oder irgendwo auf dem Dings. Und dann hat er sich ungelogen,
ich glaube, 2 oder 3 Tage nicht gemeldet und schickt mir dann einfach so seinen Namen. Aber nicht mit Link, sondern einfach nur seinen Namen. Ja. Und dazu kommt, ich schick dir gleich die Links. Ja, Mavix, wann kommen sie denn? Ja, Markus, was das angeht, ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie man es am besten sagt, ich sag mal, vielleicht vergesslich oder sonst irgendwas und verpeilt dann hier und da ein paar Sachen. Wenn man sich dran gewöhnt hat und einfach weiß, wie es ist, dann finde ich, ist es am Ende des Tages auch überhaupt kein Problem. Aber man muss es halt wissen und dann weiß man, wie man mit der Situation umgehen kann. Und so kam es auch öfter schon mal vor, dass ich auf hier und da irgendwelche Sachen warten musste. Wenn es nicht so wichtig ist, dann ist es mir auch egal, wenn ich eine Woche warten muss. So, das stört mich dann nicht. Aber wenn es halt wichtig ist, dann kriegt er halt meinetwegen von mir morgens eine Nachricht und gerne auch abends nochmal eine Nachricht. Und wenn er im Discord ist, dann sage ich ja hier, ich krieg noch das von dir und dann funktioniert das eigentlich auch immer. Aber ja, irgendwie kann ich es auch, verstehen, weil ich sehe es halt ein bisschen anders, aber der hat halt trotzdem auch viel um die Ohren, gerade jetzt mit Selbstständigkeit hier, dann macht er mit Polesetter seine Sachen, wo halt nebenbei immer irgendwas ist, was man klären muss und ja, wenn man dann seine Gedanken hier und da vielleicht gerade irgendwo anders hat, dann vergisst man es halt mal und dann, ja, es ist kein Weltuntergang, aber es wäre trotzdem schön, wenn es manchmal nicht so oft wäre. Habt ihr bei Team Nitro ein Postfach? Bestimmt, oder? Man kann das doch in die Zentrale schicken. Ja, also so, wir haben zumindest auf Discord einzelne private Channel für die User, wo nur genau sie gepinkt werden, wenn sie Sachen vergessen haben. So weit sind wir zumindest. Aber ich überlege gerade, wenn Mavix irgendwie Geburtstag hat, ich schenke ihm, glaube ich, wirklich einen Notizblock und einen Stift. Und auf den Stift schreibe ich dann, mache ich so eine Gravur drauf als Erinnerung, alles Gute zum Geburtstag und auf der anderen Seite schreibst du dir doch auf. Kann dir auch ganz still und heimlich mal nach dem Stream eine Adresse zukommen lassen. Naja, die wird man wahrscheinlich auch so noch mal finden. Aber das ist so eine fantastische Idee für ein Geburtstagsgeschenk. Das stimmt. Ja. Ich meine, der wird ja auch immer älter, ne? Also ich habe mir sagen lassen, im Alter wird das nicht einfacher. Ich wollte gerade sagen, ich werde 39, kann das absolut nachvollziehen. Deswegen, also ich mache mich darüber auch gar nicht lustig, weil ich genau dieselbe Situation viele Jahre vorher hatte, als ich das auch hatte. Deswegen finde ich das halt auch umso geiler, dass so Menschen wie du da sind oder Titus, die im Hintergrund wirklich da sind und dir halt wirklich viel abnehmen, weil das ist echt eine Menge. Also nur sich für eine Liga anmelden zum Beispiel, ist so ein Hassel manchmal. Oh, das stimmt. Und dann hast du auch hier irgendwelche Deadlines oder sonst irgendwas mit Delivery hochladen, Line-Up-Änderungen oder sonst was. Und da ist halt wieder einfach der Punkt, wie wir es davor schon hatten, wo wir einfach sagen, okay, die Jungs konzentrieren sich wirklich rein nur aufs Fahren. Alles andere übernehmen wir. Wenn wir Fragen haben zu irgendwas, wer fahren kann oder sonst irgendwas, kommen wir auf die Person selber zu. Beziehungsweise wir haben nach jedem, das haben wir jetzt neu eingeführt, nach jedem wichtigen Rennen auch einfach nochmal so eine Nachbesprechung, gut lief, was nicht so gut lief, wo wir aber auch im selben Atemzug übers nächste Rennen sprechen, ne? Dass man einfach weiß, okay, gerade jetzt mit SAO, man hat einfach nur 2 Wochen Zeit, das ist einfach nicht so viel, gerade wenn Leute arbeiten gehen müssen oder sowas. Wie teilen wir uns die Zeit am besten ein? Wann können möglichst alle zusammen trainieren? Da kann immer was dazwischen kommen, aber man hat zumindest erstmal einen groben Plan. Und sagt dann, ja, okay, hier, keine Ahnung, mittwochs habe ich Zeit ab der und der Uhrzeit, ja, okay, dann fahren wir mittwochs zusammen. Und so Sachen sind da, glaube ich, für die auch ganz angenehm, weil wir denen einfach viel Arbeit abnehmen, was diese Struktur dahinter angeht. Das ist mega. Das gibt es bei uns halt auch, den einen oder anderen, der das macht. Das ist total toll. Das ist wahnsinnig toll. Das glaube ich. Ich fahre ich habe angefangen, zwei Ligen zu fahren, alleine. Das geht mir jetzt schon auf den Sack. Es geht mir einfach auf den Sack, mich da anzumelden. Weil weißt du, es wird irgendwo in irgendeinem Discord-Chat wird irgendwas geschrieben und dann sind die Infos aber nicht da angepinnt, dass man alles auf einem Haufen findet. Und dann sitzt du da immer, du denkst dir so, ja, Dienstagabend, alles easy, gar kein Problem. Oh, wir haben noch was geändert. Wo finde ich das denn? Na, hier in dem Channel. Und dann scrollst du. Meine Herren, ey. Also es ist schon. Mach du? Da sind die Jungs halt genauso. Besonders, ne, bei dir ist ja ähnliche Situation. Ja, du streamst auch viel, bist selbstständig und so weiter. Da kriegt man oftmals sehr viel Input und muss das Ganze irgendwie sortieren. Und dann gehen gerade, ich nenne es einfach mal so Kleinigkeiten wie Liga, Deadline für irgendwelche Bestätigungen, die gehen dann einfach mal schnell unter. So, und ja, das probieren wir halt so
dass das Ganze nicht passiert, sag ich mal. Ja, aber ist doch schön. Also ich finde das total super, weil ich habe letztens noch gerade mit René gesprochen. Der ist ja Teammanager und ich finde das cool, dass halt sich Freunde mittlerweile zusammenfinden und quasi ihr Hobby sozusagen einfach ausleben. Und ja, das, was im realen Leben passiert, ein bisschen auf das Simracing adaptieren. Besonders, weil halt gerade auch mit René, also ich habe den Cast auch schon gesehen, und wie er selber auch schon gesagt hat, es ist einfach, es gibt unterschiedliche Personen, die hier und da ihre Stärke haben, und wenn die Fahrer da sind, um schnell zu fahren, dann ist es die Aufgabe von denen. Aber es gibt halt andere Leute, wie jetzt mich auch einfach, die Pace nicht gehen können. Man versteht sich trotzdem so gut, dass man gerne viel zusammen machen möchte. Und dann gibt es für mich quasi eine andere Möglichkeit, um trotzdem viel Kontakt mit den Jungs zu haben und quasi meine Sachen oder meine Stärken, die ich dann gut kann, quasi gut für das Team zu investieren. Also findest du für dich selber, dass du jetzt in den 3 Jahren, in denen du Simracing machst, deine Berufung gefunden hast, oder würdest du dich noch so in einem anderen Feld sehen? Nee, also ich arbeite ja richtig. So, ne, es ist, ja, das ist klar, ja. Okay, aber nee, also ich finde das, was ich mache, gerade als Manager, beziehungsweise auch so ein bisschen Teil-Manager-mäßig, finde ich geil, mir macht es Spaß. Ich mag es, Sachen zu organisieren, mit vielen Leuten zu reden, da irgendwie eine Kommunikation zu haben und schauen, dass irgendwie jeder glücklich ist, sag ich mal, und das bekommt, was er haben will oder braucht. Und damit bin ich happy. Wenn ich irgendwann auf einmal vielleicht eine Sekunde schneller sein sollte, dann will ich vielleicht auch mal eine Runde SRO fahren. Aber da bin ich auch ehrlich, ich fahre, seitdem ich bei den Jungs bin, deutlich weniger, weil ich einfach nicht mehr so krass dazu komme. Deswegen wird das mit dem SRO, glaube ich, eher nichts. Aber deswegen konzentriere ich mich umso mehr halt auf die anderen Sachen. Deswegen sehen die Sachen bei Jansky von dir auch immer so katastrophal unbeholfen aus manchmal. Ah, das kann sein, ja. Ah ja, okay. Also, okay. Also ich habe Zeiten, gerade in den letzten 2-3 Monaten, wo ich dann wirklich eigentlich nur das Big Red-Rennen, was einmal im Monat ist, fahre. Mhm. Und zu der anderen Zeit fehlt mir dann entweder mal kurz die Motivation oder ich habe keine Zeit, weil es ist einfach so, was viele nicht bedenken, ist, ja, ich bin nur Renningenieur, aber dass ich während jedem Rennen eigentlich anwesend bin, was wichtig ist, und das ist halt dann einfach Mittwochs Genesis Liga, die wir fahren, auch wenn es nur 1 Stunde oder 90 Minuten ist, es ist trotzdem der Abend, den ich mir quasi dafür freihalte. Es ist donnerstags genau dasselbe, es ist hier und da freitags mal ein Qualifying, was wir für irgendeine Serie am Samstag fahren, dann haben wir Samstag den kompletten Tag, wo die Jungs halt quasi auch meine Hilfe quasi, was heißt brauchen, aber wo ich halt dabei bin. Und so geht viel Zeit flöten, ne? Wo ich einfach sage, ich komme dann selber gar nicht zum Fahren. Und zu dem Zeitpunkt, wo Termine sind, wo ich gerne vielleicht mitfahren würde oder auch mal lieber eine Runde pro Serie fahren, muss ich dann ehrlich sagen, es ist, doof gesagt, mein Job, die Jungs zu unterstützen. Ne? Und dann verzichte ich quasi auf das Fahren für mich selber. Ich gehe ja quasi meiner Arbeit nach. Das, was ich mache, dafür werde ich bezahlt. Und deswegen will ich die quasi auch meiner Arbeit quasi gerecht werden. Ja, und wenn ich fragen darf, was ist dein Job im realen Leben? Ich bin gelernter Mechatroniker, also ich baue Maschinen für die Automobilindustrie. Diese Roboterstraßen, ja, die man bei BMW, VW und so weiter kennt, da baue ich quasi einen Teil mit davon. Ah, geil! Also du machst ja quasi was ganz anderes in deiner Freizeit als der eigentliche Job. Genau, also ich cool. Hab damit jetzt nicht so viel tun. Ich habe damals meine Ausbildung, also ganz normal Realschule und sowas gemacht. Ja. Und dann wollte ich schon immer was Handwerkliches machen, wollte erst Elektriker werden. Damals, weiß nicht, 8., 9. Klasse, wo man halt sein Praktikum macht, als Elektriker gemacht, und hat mir ultra viel Spaß gemacht. Dann hat mein Cousin mir vorgeschlagen, hey, probier doch mal Mechatroniker aus, ist nochmal so ein neumodischer Job. habe ich quasi mein zweites Praktikum gemacht. In der Firma, wo ich quasi auch seitdem arbeite, da habe ich meine Ausbildung gemacht, seitdem arbeite ich da, und ich bin glücklich. Also ich kann mir vermutlich bessere Sachen vorstellen, aber es kann auch deutlich schlechter gehen. Also von daher bin ich sehr zufrieden, was das angeht. Alrighty. Ich muss das jetzt kurz mal einwerfen, weil mich das schon seit Anfang an, seitdem wir das Gespräch führen, ja, belastet. Hast du sächsische Wurzeln? Nein. Okay. Gut, weil du hängst relativ gemischt so nö hinten dran. Ist dir das schon mal aufgefallen?
jetzt, wo du es mir sagst, wird es mir vermutlich gleich auch. Ja, und als ich in Sachsen gelebt habe und dort studiert habe, da ist das so ein Ding. Und deswegen habe ich gedacht, du kommst da aus der Ecke vielleicht. Nee, ich komme aus Hessen, Grenze zu Baden-Württemberg, beziehungsweise meine Eltern kommen aus Stuttgart. Das heißt, ja, eigentlich bin ich Schwabe, wenn man das so sagen kann. Ah, das ist ja interessant, vielleicht macht man das im Schwabenländer auch. Vielleicht kann uns das ja mal jemand beantworten, weil ich kenne das wirklich nur aus Sachsen, dass Leute hinten so nö anhängen. Vielleicht kann ich auch einfach nicht richtig reden, wer weiß. Also ich verstehe es klar und deutlich. Also ja, das ist doch top dann. Wie zufrieden bist du aktuell mit der Leistung in der SRO? Das ist ja jetzt, sag ich mal, das Prestige, die Prestige-Liga in ACC. Was sagst du zu Nitros Leistung bis dato? Ich würde grundsätzlich sagen, besser geht's immer. Mhm. Aber wir haben uns das Ziel vorgenommen, am Ende der Season auf jeden Fall in der Top 10 zu sein. Und da sind wir gerade knapp dran. Also ist ja sehr knapp in dem Feld. Was wir halt auf Spa leider gemerkt haben, kleine Fehler werden sehr hart bestraft. Und an den Fehlern müssen wir einfach lernen, quasi die ja wegzulassen, dass wir einfach nicht so harte Konsequenzen bekommen, was uns am Schluss dann irgendwie 2-3 Plätze oder sowas kostet, weil das ist sehr ärgerlich auf dem Niveau. Aber ja, grundsätzlich bin ich so, wie es jetzt läuft, zufriedener. Ein Rennen kann immer anders verlaufen, sage ich mal, als man sich's vornimmt. Aber wir betrachten halt die Vorbereitung, wie viel Zeit wird da reingesteckt, wie bereiten sich die Jungs vor. Und wenn man nur das betrachtet, sind wir eigentlich sehr zufrieden. Klar, ich glaube, besser geht immer. Aber wir sind schon zufrieden, was das angeht. Okay. Was war Sparen 24er? Ja, das waren 24 Stunden. Ah, krass. Was habt ihr da, wie habt ihr abgeschlossen? Wir sind P11 geworden, aber P9 war drin. Nice. Also wir hatten leider das Problem, dass Marco leider Gottes zweimal die Boxenlinie gecuttet hat. Und dafür gibt es in der SAO, steht klar im Regelwerk drin, die Linie darf nicht überfahren werden. Hat Marco leider zweimal gemacht, dafür gab es zweimal eine 5-Sekunden-Penalty, was jetzt ärgerlich ist, aber bei dem 24er halt kein ausschlaggebender Punkt ist. Nur Problem an der ganzen Sache ist, in dem Regelwerk ist es so, dass du Penalty-Punkte sammelst und diese Punkte kriegst du halt auch eben für, also eine 5-Sekunden-Strafe ist ein Penalty-Point. Hast du 3 Penalty-Points, kriegst du eine DT. Und diese DT haben wir später bekommen. Und eine DT auf Spa, ja, ne, muss ich nicht viel dazu sagen. Ich glaube, jeder weiß, die will man einfach nicht haben. Ja. Und die hat uns dann halt leider am Ende des Tages 2 Positionen gekostet. Was ärgerlich ist, aber ist passiert. Keiner kann es ändern. Und man weiß, was man falsch gemacht hat. Und nächstes Rennen wird es halt einfach besser gemacht. Und dann schauen wir, wo da die Reise noch hingeht. Und wenn wir am Schluss ein Top-10-Ergebnis schaffen auf die Overall-Season, dann werden wir zufrieden sein. Und wenn es am Ende P11 ist, dann wird auch keinem der Kopf gekürzt, dann ist es so und dann gucken wir, wie es weitergeht. Aber jetzt nochmal kurz zu der Boxeneinfahrt. Ist das Einfahrt oder Ausfahrt? Beides. Beides. Das heißt, beides, wenn du jetzt so ein bisschen schräg reinfährst am Anfang, weil du zu dolle bist und nur der Reifen einfach drüber ist links, gibt's 5 Sekunden, okay. Ja? Genau, gibt's 5 Sekunden und einen Penalty Point. Die Einfahrt ist da noch gar nicht so das Problem, sondern eher die Auffahrt, weil wir haben bei der Auffahrt oben den ersten Rechtsknick, nenne ich es mal. Und da ist auf der rechten Seite quasi eine Freifläche. Ja. Aber die weiße Linie ist nicht rechts am Rand, sondern es ist wirklich die Linie, Freifläche und dann erst Wand. Wenn du zu schnell rausfährst, cuttest du rechts gleich drüber. Es reicht, wenn ein Rad drüber ist, dann kriegst du quasi schon die Strafe dafür. Also sie sind da wirklich rigoros. Ja, das heißt, da kannst du cutten. Wenn du zu früh dann später wieder links einlenkst, kannst du auf der linken Seite cutten. Oder wenn es ganz dumm läuft, das ist auch anderen passiert, du hast ja kalte Reifen, du rutschst doch ein bisschen, du gehst zu früh aufs Gas. Der hat beim quasi rausfahren, rechte Seite, wenn du schon oben an der Box quasi raus bist, an der rechten Seite die Wand berührt, ist damit off-track gewesen und hat einen Penalty-Point kassiert. Oh. Ja. Jetzt musst du dir aber mal überlegen, Shiro, da sitzen 24 Stunden Menschen, die nur Boxen, Einfahrt und Ausfahrt sich angucken. Nee, das wird von anderen Teams reported. Also, ja. Aber es sind die Fehler, man muss halt einfach sagen, das Feld in der SO ist ja so nah zusammen, dass jede Strafe wehtut. Weil wenn jeder dieselbe Pace gehen kann, so Pi mal Daumen, ne, vielleicht ist hier mal einer eine Zehntel schneller oder da langsamer, dann tun 5 Sekunden, die du länger in der Box stehst, die tun dann schon weh. Ja, aber komm.
Ja, das ist, ich meine, die sehen es ja alle aus dem Hintergrundgedanken, cuttest du einmal, ist okay, cuttest du das zweite Mal, dann geht's schon Richtung DT und wenn du irgendwann noch einen Fehler machst, dann hast du die DT und wenn du halt eine DT bekommst, dann ne, hast du halt schon einen riesen Gap zu der Person. Es ist, man muss sagen, es ist Meckern auf hohem Niveau, aber es sind, die Regeln sind für alle gleich. Ja, ja, klar. Und entweder hält man sich dran oder man hält sich nicht dran. Also ich kann nicht sagen, dass wir nicht reported haben, bin ich ganz ehrlich. Aha! Das wollte ich hören, danke, mehr brauche ich gar nicht wissen. Ja, was andere Teams können, das können wir genauso. Es ist ja, ne, man muss ja am Ende des Tages, es ist ein Rennen, man muss sehen, wo man bleibt. Ja. Und die Regeln sind da, um eingehalten zu werden, egal wie, ja, wie penibel die, sag ich mal, sind und ob man es versteht oder nicht versteht. Die Regeln sind da, jedem sind die Regeln bewusst und ja, man muss die Regeln einfach einhalten und dann hat man keine Probleme. Ob du auf der Boxenausfahrt dann eine halbe Sekunde verlierst, ist halb so wild, aber lieber verlierst du eine halbe Sekunde, anstatt dir nächstes Mal 5 Sekunden länger in der Box zu stehen. Ja. Das ist... Aber es ist schon, naja. Ja, das sind, ich glaube, da hat jede Liga ihre eigenen Regeln und SRO ist halt einfach auch die Serie, die den Bezug zu dem realen Motorsport immer hatte, weil es gibt ja die richtige SRO quasi. Und ich kann dir gar nicht genau sagen, wie da genau die Regeln sind, ob die da irgendwie was überfahren dürfen oder nicht. Aber wenn die halt sagen, hier, sie wollen ein Regelwerk sehr nah daran haben, an dem realen Motorsport, und da sind es dann halt einfach die Regeln und sie übernehmen es, dann ja, ist es so. Damit ja. Muss man dann, glaube ich, leben. Ja, ich habe diesbezüglich gleich noch eine Folgefrage. Wie nimmst du denn so aktuell 2024 so die Rennqualität wahr? Auf der Strecke. Oh. Du siehst ja wirklich sehr viel. Ja, ich würde zum einen sagen, dass es deutlich schwitziger geworden sind. Also wir haben viel mehr Fahrer, die vorne eine Pace gehen können und die mittlerweile auf Top-Niveau sind. Sieht man auch zum Beispiel LFM Pro-Serie. Man hat Leute dabei, die hat man davor noch nie gehört, aber die haben halt einfach regelmäßig trainiert, sich hingesetzt und sind auf einmal da vorne mit dabei. Und dann hast du auf einmal eine Elo-Grenze von, weißt du, 5.500, 6.000, die, dass du überhaupt Split 1 fahren darfst. Also aus der Sicht ist es auf jeden Fall sehr schwitzig geworden und man muss wirklich dahinter sein, wenn man performen will. Aber zugleich, dadurch, dass das Feld so eng geworden ist, sehen Leute viele Möglichkeiten, hier und da doch mal reinzuhalten, ne? Weil sie einfach wissen, sie kommen vielleicht sonst nicht dabei und probieren es dann mit der Brechstange, wodurch zum Teil, würde ich sagen, deutlich mehr passiert. Zumindest je nachdem, welche Serie es ist, weil es vielleicht auch nicht so hart bestraft wird und man es halt dann einfach probiert. Aber grundsätzlich würde ich sagen, sind wir noch auf einem Niveau, wo es nicht einfach nur Carnage ist. Also es könnte, glaube ich, wieder besser werden, wenn vielleicht hier und da ein paar Regeln angepasst werden und mal härter durchgegriffen wird. Aber es ist noch vollkommen im Rahmen, würde ich sagen. Okay. Das ist auch so das, was ich wahrnehme, weil momentan habe ich das Gefühl, bei YouTube macht sich das ein bisschen breit, so dass es nicht so angenehm ist aktuell. Also ich lese auch wirklich immer mehr, dass Menschen aufgehört haben und sich sagen so, oh nee, also muss jetzt nicht mehr sein. Ja, aber ich glaube, da muss man auch viel unterscheiden zwischen, also zum einen, ja, man sieht auf YouTube viel, auch gerade durch Jansky, also man sollte bedenken, die Videos von Jansky, die sind pure Unterhaltung und da wird logischerweise nur das zusammengeschnitten, was Unterhaltung ist und das sind halt eben Unfälle, Scheiße, die passiert oder sonst irgendwas. Ja, ja. Dass so ein Video nicht entsteht aus, ja, wir fahren 5 Minuten hintereinander her, sind wir ehrlich, das interessiert keine Sau. So, oder vermutlich... Kommt drauf an. Okay, kommt Nesca auf den Dialog. Nein. Ich meine nicht Nesca. Es kommt auf den Dialog zwischen den Fahrern an. Ja. Also ich denke mal, so eine Podcast-Folge mit Noah und Mavix, währenddessen sie Pro Series fahren und sich hintereinander weg, ist doch auch mal was, oder nicht? Das wäre auf jeden Fall was Neues. Ja, ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist die Content-Idee, schenke ich euch. Habt ihr umsonst. Ich sag's dir, wie es ist. Das ist ein Format. Ja. Aber ja, also es kann schon sein, dass vielleicht auch hier und da in den unteren Splits mehr passiert, aber muss auch einfach sagen, ich würde behaupten, die Anzahl der Leute, die mittlerweile fahren, ist so krass gestiegen, ne? Gerade auch durch LFM und sowas, wenn man sieht, da kommen ja täglich
x Leute neu dazu. Ich meine, die sind, glaube ich, bald Richtung 200.000 User, die dort angemeldet sind. Ich prüfe. Ich glaub, rede 180 weiter. Oder sowas. Das heißt, es ist auch schon eine Menge. Da kommen immer neue Leute dazu. Und klar, umso breiter die Masse ist, umso mehr passiert natürlich auch. Das stimmt, ja. Ja, und das ist dann, oftmals sieht man dann nur, oder man, ich sag mal, viele Menschen sind auch so eingestellt, dass sie dann nur das Negative sehen. Und wenn sie 10 Rennen ein richtig geiles Racing hatten und dann ein scheiß Rennen passiert, dann haben sie aber dieses eine schlechte Rennen in Erinnerung und nicht die 10 geilen Rennen, die sie davor hatten. Und dann heißt es oftmals, ja. Mach du, Entschuldigung. Und dann heißt es halt oftmals bei dem Punkt, ja, mir passiert nur Scheiße, es läuft nicht oder sonst irgendwas, aber dass sie halt davor 10 oder 5 geile Rennen hatten, wird halt so ein bisschen ausgeblendet, finde ich. Ja, das stimmt. 181.568. Oh, da war ich mit den 180 als zweiten Tipp ja gar nicht so weit entfernt. Das ist eine Menge. Ja, das sind sehr viele. Also ich glaube, ich bin bei 3.000 eingestiegen damals. Oh, das ist früh. Ich kann es dir gar nicht genau sagen, wann ich eingestiegen bin. Das war auf jeden Fall 2000 oder 22, ich weiß es nicht genau. Hat man nicht noch so eine ID irgendwie? Ja, ne? Ja, es gibt eine ID. 1118 sogar. Oh, jetzt müsste ich selber gucken, wo... Ei, das war früh. Oh, ich bin bei 3.900, also... Oh, ich sehe gerade, ich muss noch mein Nordschleife-Permit machen. Oh, da hast du auf jeden Fall noch was vor dir. Was muss man denn da fahren? Zwei gültige 38. Runden am Stück. Genau, aber zwei gültige am Stück. Ja, come on! Hey, du bist schon so viel gefahren, ich glaube, da sehe ich jetzt auch kein Problem, dass du es schaffst. Naja, ich wollte gerade 2,8. Also eine gültige Runde fahren ist jetzt nicht so schwer, wenn man nicht, wenn man jetzt nicht pusht wie ein Barney. Genau, oder halt Anfänger ist oder sonst irgendwas oder okay. Die Strecke nicht kennt. Okay, kann ja auch genau, alles sein. Genau. Aber ja, grundsätzlich ist die Zeit auf jeden Fall sehr möglich für jeden, würde ich sagen, ja, wenn man sich ein bisschen hinsetzt. Das denke ich auch, 2,38 ist okay. Das kriegst du, glaube ich, sogar mit den Standard-Setups gefahren. Ja. Aber man muss, glaube ich, auch sagen, wenn man die Zeit nicht schafft oder nicht sicher durchkommt, dann ist es auch, glaube ich, auch einfach noch nicht der richtige Weg, ein LFM-Rennen zu fahren. Weil, ja, sind wir ehrlich, ein 60-Minuten-Rennen, wenn du keine 2 Runden am Stück wirklich konstant schaffst ohne Unfall, dann wirst du in dem Rennen auch einfach keinen Spaß haben. Weil ja, das stimmt. Jede Runde oder jede zweite Runde in die Box zu gehen, ist ja dann auch nicht so das, was man sich vorstellt. Das stimmt, ja. Aber ist auch noch kein Meister vom Himmel gefallen, deswegen dranbleiben, üben und dann kommt, glaube ich, jeder zu seinem Ziel. Solange es halbwegs realistisch ist. Also es ist halt viel mit Rennerfahrung verbunden, so, die du und Erfahrungen, die du sammeln musst. Ja. Weil alleine auf der Strecke fahren ist immer das eine, mit anderen auf der Strecke fahren ist wieder das andere. Das stimmt. Oh. Da unterscheiden sich auch viel die Geister, wer ein Hotlap-Fahrer ist und wer wirklich ein bisschen Rennintelligenz hat. Das sieht man relativ häufig und sehr schnell. Ja, da gebe ich dir recht. Und das sieht man sehr schnell. Also gerade wenn sich da manchmal der ein oder andere so in Lücken reinpresst, wo du dir so denkst, okay, und was hast du dir jetzt dabei gedacht? Das funktioniert doch gar nicht. Weißt du, wo Leute mit viel Erfahrung sagen würden, komm, das lohnt nicht, wir ziehen zurück und fahren einfach nur hinterher. Nee, da wird reingehalten. Ja, besonders lustig auch immer in einem Endo-Rennen, wenn es die erste Runde ist oder sowas und man einfach sagt, hey, du musst jetzt kein Risiko gehen, probier die Position zu halten und wenn du sie verlierst, verlierst du sie. Schau, dass du da ohne groß Schaden durchkommst oder sonst was. Das ist schon mal der erste Meilenstein so. Aber da gibt's Leute, da wird dann auf Biegen und Brechen, ich könnte da ja noch eine Position gut machen, aber ja, am Ende des Tages verliert man vermutlich mehr, als dass man gewinnen würde. Also mein absoluter Liebling, Shiro, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, ist und bleibt einfach mittlerweile Nürburgring Turn 1. Egal ob Nordschleifenvariante oder normal. Ja, ich hatte da eine Zeit lang, das war auch vor 2 Jahren oder sowas, bin ich doch viel LFM und sowas gefahren und da war mal eine Woche Nürburgring und bin ich halt ganz normal mitgefahren, Daily-Rennen, ich weiß nicht, 25, 45 Minuten. Ne? Und es war wirklich egal, von wo ich gestartet bin,
Ich habe voll auf die Fresse bekommen. Ja. Ich konnte vorne in den Top 3 starten und irgendeiner hinten wird von zwei Reihen weiter hinten angeschoben und kickt mich weg. Ich konnte irgendwie, ich weiß nicht, von P10 mittendrin starten. Es sieht erstmal alles gut aus und auf einmal kommt von P30 einer rechts auf der Wiese angebremst und du denkst dir, geil, ich hab's geschafft. Und der scheppert dir da so in die Seite rein, dass du denkst, ja, ich weiß, wieso ich manchmal weniger fahre. Ja, es gibt echt so prädestinierte Strecken, ja. Ja, da, das stimmt. Ich glaube, Spa ist da auch sehr beliebt. Da passiert oftmals auch gerade Richtung Rouge hoch in der ersten Runde, passieren da oftmals ganz dicke Unfälle. Es sind immer, und das, also ich, du kannst mir ja mal sagen, ob du das auch so wahrnimmst, es sind immer die ganz populären Strecken. Monza kann jeder fahren, Spa kann jeder fahren, ja. Nürburgring kann jeder fahren. Aber es sind halt vermutlich auch die Strecken, wo am meisten gefahren werden, dann einfach logischerweise. Ey, das ist, das habe ich, früher habe ich das auch so wahrgenommen, ne? Du, also die Wochen, die kannst du theoretisch, ich sag das immer witziger, weil die kannst du einfach skippen, da brauchst du gar nicht hingehen. Ja. So, und dann hast du mal eine Woche, keine Ahnung, sagen wir mal Suzuka, fahren nicht so viele Leute, Kyalami, Snetterton, Donington. Ja. Ey, da hast du die geilsten Rennen. Weil da fahren ja wirklich immer nur Leute, die auch Bock haben zu racen. Und denen ist die Strecke scheißegal. Und die fahren das dann. Ey, da hast du so geile Rennen drauf. Aber will man freilich Snetterton oder Alton Park oder sowas fahren? Ey, ganz, ganz ehrlich, mittlerweile sage ich mir, klar, warum nicht? Weil da finden die geilen Rennen statt. Weil das ist halt, damit, mach du? Da bin ich ein bisschen, ich bin so, auch lustiger Funfact, weil ja gerade jetzt SRO auf Indy ist, jetzt am Wochenende. Ich habe Indy einmal geladen und ich bin noch keine Runde gefahren. Es gibt einfach Strecken, auch Kota war mir ewig lang komplett egal. Ich war da immer so, ja, ich muss jetzt nicht unbedingt, deswegen fahre ich nicht. Und habe mich dann so ein bisschen eingesessen, einfach auf die Strecken, wo ich wirklich sage, wenn ich fahre, dann will ich was fahren, was Bock macht. Und das sind dann leider die Strecken, wo mehr passiert. Aber ja. Siehst du? Guck, und jetzt hast du folgendes Problem. So denken jetzt, ist nur eine fiktive Zahl, 80% aller Fahrer. Ja. Und dann hast du die Kacke am Dampf. Und die anderen 20%, ey, die freuen sich über alle anderen Strecken. Das stimmt natürlich. Also vielleicht könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so wahrnehmt. Weil vielleicht wird es Zeit für einen Switch. Und wir gehen alle von diesen populären Strecken runter und fahren dann auch mal die anderen. Eine Season war in LFM, einfach nur so Strecken, die wirklich selten gefahren werden. Ey, das wäre so geil. Ich sag's dir, wie es ist. Das wäre die geilste Season. Ja, das kann gut sein. Besonders lustig wäre es dann in der Pro-Serie, wenn einfach mal Strecken kommen, die nicht jeder schon zigtausendmal geschwitzt hat für SAO. Ja. Und die Jungs vermutlich gar keinen Bock drauf haben, mal wieder Snetterton fahren zu müssen oder sowas. Die werden es am Ende fahren, weil Pro-Serie ist Pro-Serie so. Da werden die meisten einfach mitziehen. Aber ja, es wäre auf jeden Fall zumindest zum Zuschauen sehr interessant. Ich finde zum Beispiel, Indy bin ich in ACC niemals gefahren. Und dann bin ich, habe ich ja mit iRacing letztes Jahr angefangen. Und dann bin ich Indy gefahren. Aber Indy ist einfach so eine geile Strecke zum Racen. Ja, also ich glaube, also das Layout von Indy ist grundsätzlich auch geil, aber die Grip-Verhältnisse in ACC sind halt sehr bescheiden, dass die Leute da nicht so viel Bock drauf haben. Oh, weil okay, es selber zu fahren macht nicht so viel Spaß. Okay. Ja, gut, das kann ich nicht einschätzen. Ja, ich glaube, das macht auch viel aus. Ich glaube, irgendeine Strecke gab es noch, da ist der Grip so, ja, naja, das merkst du auf jeden Fall. Ja. Und da ist es dann einfach vom Spaßfaktor her, wenn du weißt, hey, du bist hier, musst nur gegenkurbeln oder sonst irgendwas, weil du einfach den Grip nicht hast wie auf anderen Strecken und dann macht halt logischerweise auch direkt viel weniger Spaß. Hm. Okay. Aber das kann ich. Part of the game. Ja, wollte ich gerade sagen, es gehört halt dazu, ne? Aber ey, es ist halt keine Sim, ist perfekt, ne? Genau, also. Am Ende haben alle ihre Baustellen so. Ja, und keiner wird ja gezwungen zu fahren. Also wenn man es doch skippen will, feel free. Wollte ich gerade sagen, so, das ist ja das Schöne mittlerweile und das finde ich total toll, dass wir so viel Auswahl haben. Ja. Und jetzt überleg mal, was halt noch richtig giga wird dieses Jahr und ich hoffe, das wird dieses Jahr. Automobilista.
und ja. LFM. Das soll... Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber das... Sag's lieber nicht dann. Sag's lieber nicht dann. Falls du dir nicht sicher bist, lass es lieber. Sonst kriegst du Ärger. Das stimmt. Aber ja, wenn da irgendwann mal was kommt, wäre es auf jeden Fall, ich glaube ich, sehr geil. Und wenn da irgendwelche Möglichkeiten dann bestehen, das Ganze zu fahren, genauso wie AC Evo, was dieses Jahr noch kommen soll, was, glaube ich, nochmal so einen neuen Schwung mit reinbringt, ob es dann wirklich E-Sport-Racing ist oder nur, ich nenne es mal Arcade, ein bisschen rumfahren, es ist, glaube ich, trotzdem ein neuer Schwung, wo viele Leute begeistert werden, sei es nur irgendwie mal abends mit ein paar Kollegen dumm irgendwo durch die Gegend zu fahren, ein bisschen Scheiße zu machen, so. Ich glaube, das bringt trotzdem noch so einen neuen Schwung mit rein. Also ich möchte jetzt nicht derjenige sein, ja. Aber dieses Jahr auch schon LMU gekommen. War, ja. War Early Access. Das ist gerade... Also es fahren noch Menschen und es ist ja. Auch es ist super geil. Also ich feiere das komplett weg. Aber AC Evo wird auch Early Access. Ja, aber ich würde einfach mal sagen, da steckt ein, ja gut, was heißt, da steckt ein bisschen mehr dahinter. Ich meine, die Jungs hatten, ja, ne, R-Faktor war quasi auch schon hinter LMU. Ich wollte gerade sagen, wo willst du jetzt hin mit deinem Gedankengang? Aber, also, ne, da steckt bei beiden vermutlich viel dahinter, aber ich hoffe da einfach mal drauf, dass es keinen schlechten Start nimmt. Klar, Probleme oder dass irgendwas nicht richtig läuft, kann es immer mal geben. Wäre ja klar. Aber es sollte halt zumindest die Funktion geben, dass du problemlos irgendwas fahren kannst und so weiter und Spaß haben kannst. Und wenn das schon mal gegeben ist, dann wird der Rest, denke ich mal, Step by Step kommen. Und so ist es ja auch bei LMU. Also, ja. Das, was funktioniert und was bis jetzt geht, ist geil. Und sie arbeiten ja auch wirklich viel dran. Es kommt immer mal wieder was Neues. Die haben ja auch mittlerweile, ich glaube, jeden oder alle 2 Monate oder sowas in dem Daumen soll immer was Neues kommen. Die wollen die Autos, beziehungsweise die Serien voll mit den Autos voll machen, dass wirklich alles dabei ist. Und wenn dann irgendwann der große Tag kommt, dass wirklich endlich mal Endurennen möglich sind mit Fahrerwechsel und wirklich eine LMU-Serie, könnte es, glaube ich, sehr interessant werden. Ja, wird's auf jeden Fall. Also ich feiere das richtig weg. Wer weiß, wann der Tag ist, ne? Naja, du, ich sag mal so, was sie halt wirklich sehr gut machen, und das muss man ihnen einfach, das muss man ihnen zugute halten, sie kommunizieren super viel. Also, ja. Sie sprechen sehr offen über alles, du kannst alles nachlesen, sie gehen auf Feedback ein, so. Also, für mich ist das fein, dass der Zustand so ist. Ich kann den Zorn verstehen, den manche Leute haben auf die Sim. Aber ich, also, für mich ist es dennoch, fein zu sehen, dass sie arbeiten dran. Es kommt, wenn es kommt. Ja. Auf der anderen Seite, bei Kuno ist das jetzt so, ja, also da stehen bei mir so viele Fragezeichen im Raum. Keine Infos, ja. Nix. Es gibt ein, oh, da habe ich mich richtig drüber geärgert. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, dass der, einer der, war das, ja genau, einer der Chefs von Kunos gibt ein italienisches Interview. In einem Podcast. Und das ist das Einzige, was es darüber gibt. Ist auf jeden Fall ein bisschen schade, ja. Das macht das für mich persönlich, und das ist jetzt, weil einige Menschen immer sagen, ich bin voll gesät mit Hass, ist einfach, ist nicht so. Das finde ich so schade, das kotzt mich richtig an. Wo du dir so denkst, deine englische Community ist scheiße groß und du scheißt da einfach komplett drauf, so. Ja, nee, wir machen jetzt einfach Only Italiano. Ja, das, die richtige Kommunikation ist oftmals schon die halbe Miete, das stimmt schon. Ja, denke ich auch. Das ist gerade zur heutigen Zeit, man muss einfach sagen, oder ich würde einfach mal von mir behaupten, dass fast alles einfach über Discord geht, also... Gefühlt jeder wird Discord haben, der ansatzweise irgendwas Richtung Simracing oder sowas macht. Und ja, es wird nicht so schwer sein, einen Discord-Server einzurichten, wo du die Leute einfach per Invite über Website oder was weiß ich draufholen kannst und sagst, hey, wenn ihr genaue Infos haben wollt, schaut bei uns auf dem Discord vorbei, da wird alles ausführlich. Da gibt's mehr Infos als nur auf der Webseite. So, dann sollst du meinetwegen auf der Webseite halt nur die großen News ankündigen oder wenn es irgendwie was gibt.
Und jede Kleinigkeit, die einfach ist, ja, mach einen Discord-Post. Du erreichst die meisten Leute vermutlich damit. Und ich glaube, nur so wirst du es auch schaffen, eine gute Kommunikation zwischen Entwickler beziehungsweise auch Fahrern, Feedback und so weiter herzukriegen, anstatt halt über eine Webseite. Ja. Aber ja, manche haben es gelernt und manche lernen es vielleicht irgendwann mal. Oder auch nie. Ich würde es mir wirklich wünschen für die Community, dass das gelernt wird. Also ja. Das wäre für mich wirklich, also ich würde es der Community wünschen. Weil da gibt es so viel Rätselraten mit, also naja. Schauen wir mal. Genau, irgendwann wird man wissen, was da passiert und abgeht und wann es genau rauskommt. Und vielleicht wird es ja auch so ein Hit, dass direkt alles funktioniert und alles reibungslos ist. Wer weiß, ne? Ich meine, viel Erfahrung haben sie ja. Das stimmt. Aber LMO hat auch viel Erfahrung. Also wir werden sehen. Es bleibt am Ende spannend und es wird wieder was geben für die Sim-Racing-Community, was geil ist. Und Vorfreude ist ja bekanntlich auch die schönste Freude. Nee, das ist die beschissenste Freude. Die beschissenste? Ja. Okay. Also, was Computerspiele angeht, also für mich persönlich, lass mich kurz das erklären, sonst wird das wieder aus dem Kontext gerissen. Das ist eigentlich, also im Grunde genommen, in meinen Augen ist das die beschissenste Freude, weil du gehst mit einer Erwartungshaltung ran. Also du hast ja. So dieses, ich mach's an und es haut mich aus den Socken. Also jetzt zum Beispiel, als ich Variety früher gestreamt habe und dann wurde ein Spiel angekündigt und das hast du dir dann E3 Gamescom hast du dir das angeguckt und dann war so, wow, das wird der Shit, das wird das Ding, das wird ja mega geil. Und dann kam es raus und es war einfach nur ein Haufen Scheiße. Und dann hast du da gesessen und warst einfach maximal tilt, weil das Game einfach nicht so war, wie du es dir gerne gewünscht hast. Mhm. Das ist, ja... Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, den Punkt. Ist auf jeden Fall scheiße dann, wenn man eine Erwartungshaltung hat und die dann quasi nicht erfüllt wird am Ende des Tages. Oder man sich was ganz anderes vorgestellt hat einfach. Das ist dann wirklich, ich sag mal, deprimierend. Aber ja, keine Vorfreude, oder was heißt keine Vorfreude? Keine Erwartung darauf haben, aber sich trotzdem drauf freuen. Ist aber, dein Problem ist gelöst. Das ist Shiro? Können wir bitte, irgendjemand in die Kommentare kann bitte Shiro quoten und das reinschreiben, Shiro 2024, das waren die weisesten Worte wahrscheinlich. Das müssen wir notieren. Ja, wir machen Podcast weise Worte. Das wird die neue Rubrik. Oh, bin ich gespannt, was da noch so zusammenkommt. Da sehe ich uns. Shiro, bist du eigentlich, kennst du dich eigentlich mit dem Minigame aus, was wir hier spielen im Podcast? Oh ja, und ich habe auch schon eine Zahl im Kopf. Nee. Ich bin vorbereitet. Du kommst vorbereitet? Ja, so ein bisschen. Oh. Okay. Dann lass uns das bitte mal ganz kurz besprechen. Also ich meine... Ja. Also. Dein eigener Teamkollege, Shiro, hat jetzt eine 300 Mal angesetzt. Ja. Ne? Also 311. Über die Zahlen, das ist ganz weit davon entfernt. Ich möchte das aber trotzdem, der Fairness halber, ja, dass wir das gesehen haben und auch drüber gesprochen haben, weil das ist immer wichtig für auch den Gast, wir wollen ja, dass der Gast sich hier wohlfühlt. Wir sind hier bei Mabix aktuell, lass mich schnell gucken, wo finde ich das hier am besten raus, warte, 563 Kommentare. Komplett das ist einiges. Und danach müssen wir ganz kurz mal gucken. Noah ist auf P3, also Nitro auf dem Podium zweimal heute. Oh. Also zweimal. Und dann zwischendurch noch Tim Heidemann mit 328 auf P2. So, Shiro. Ja, aber ich bin ja so ein bisschen also, ich gönne dir die haufenweise Kommentare. Mir musst du nicht gönnen. Davon mal abgesehen. Hier geht's um aber, euch. Hier geht's um euch. Genau, wir müssen uns so ein bisschen in einer Kategorie messen. Und ja. Deswegen fand ich das so klasse, dass René
davor das Video online kam und das ich auch noch gesehen habe. So. Und René und ich spielen uns dann so in einer Klasse. Wir sind beide nicht so public nach außen, aber hier und da kennt man uns. Und ich weiß, dass René 100 gesagt hat, deswegen sage ich 101. Oh! Wir haben hier quasi, wir haben sozusagen im Dizzycast eine Multiclass. Ja. 101 sagst du. 101. Ich will mehr Kommentare als René. Ja, aber dann wird es ja nachher irgendwann schwierig. Wen packe ich denn in eure Klasse mit rein? Gibt es denn so viele Teamingenieure? Da müssen wir irgendwann nochmal eine Folge 2 machen und das weiter elaborieren, Chiro. Das müssen wir nochmal, wen wir denn so mit reinnehmen. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Leute, die, ich sag mal, viel in der Szene machen, aber nicht so public nach außen sind. Ja, die brauchen wir. Sei es zum Beispiel einen Boris von LFM zum Beispiel, der bestimmt auch hier und da, ich weiß nicht, ob da vielleicht auch was kommen könnte oder in Planung ist. Das ist eigentlich mal interessant. Die Folge gab es schon vor 2 Jahren. Oh, okay, die habe ich dann gar nicht gesehen. Aber Boris, mein Schatz, lass uns das doch einfach nochmal offiziell neu machen. Da sehe ich uns. Ja, dann nehmen wir Boris. Boris können wir auch nochmal mit reinnehmen. Ich glaube, wir sollten generell mal von LFM ein paar Leute interviewen. Da sehe ich uns. Bei LFM ist mittlerweile so viel passiert, der hat bestimmt haufenweise zu erzählen. Und ich habe mir auch sagen lassen, der Mann hat nicht so viel Zeit. Ah, nee, Boris hat schon seit vielen, vielen Monaten nicht mehr so viel Zeit. Ey, aber ich weiß, das ist eine der schönsten Sachen zu beobachten, die es gibt. Also selbst wenn ich aktiv nicht mehr viel fahre, freue ich mich so sehr für diese Institution, für also alles, was da passiert, was die für die Community machen, also nicht nur für ACC, AC und auch was jetzt für AMS kommt und was für AC, Evo und wo sie nicht alles noch drinne sind. Geil. Ja. Das ist mega. Das ist ein Riesenmehrwert, der uns irgendwie dadurch geboten wird. Egal durch wen, sei es jetzt LFM oder irgendwelche Streamer oder sonst irgendwas, die uns da, glaube ich, immer bereichern mit irgendwas. Das auf jeden Fall, ja. Ich möchte übrigens an dieser Stelle kurz mal, wo wir gerade über die Thematik sprechen, Patreon, meine Damen und Herren, bitte benutzen Sie das. Dankeschön. Ehrlich jetzt. Das ist eine Subskription, die lohnt sich wirklich, weil damit wird was gemacht. Also vergesst das nicht bei LFM mal. Ich bin seit 538 Tagen dabei und ich würde sagen, meine Rennen, die ich seitdem gefahren bin, kann ich an vermutlich 4 Händen dann abzählen ungefähr. Aber ja, es ist einfach eine Unterstützung, wo ich sage, 5 Euro werden den meisten nicht wehtun. Klar, ne, keiner soll dafür gezwungen werden, Geld auszugeben oder sonst irgendwas, aber wenn man etwas benutzt oder sei es auch ein Twitch Prime oder sonst irgendwas oder ein YouTube-Abo oder Mitgliedschaft, 2, 3, 4, 5 Euro tun den wenigsten Leuten weh, vermutlich gerade im Simracing-Bereich, die sowieso viel zu viel Geld für irgendwas ausgeben. Die freuen sich dann, diejenigen, die quasi einen Mehrwert davon haben. Ich möchte da mal ganz kurz intervenieren. Ja? Ich mache ja doch, also ich gebe mir sehr viel Mühe, einiges an Content zu machen für Simracing. Jetzt möchte ich dich gerade mal fragen, Chiro, wie kommst du zu der Annahme, dass ein großer Teil der Community sehr viel Geld in Simracing ausgibt? Okay, das war vielleicht falsch ausgedrückt, aber ich sag mal, Simracing ist grundsätzlich nicht billig. Man kann sehr einfach viel Geld versenken und man kann es aber auch, ich sag mal, billig halten, wobei billig auch mal schnell 300, 400, 500 Euro sein können. Man kann sich selbst einen Rig zusammenbauen oder sei es mit Holzkonstruktion, aber du kaufst dir am Ende des Tages trotzdem ein Lenkrad, du kaufst dir eine Wheelbase, so Kleinigkeiten, die halt einfach irgendwann dazugehören. Das heißt, du gibst schon im Vergleich zu anderen Hobbys viel Geld aus. Du könntest natürlich auch Fußballspiel gehen und kaufst dir ein paar Fußballschuhe für 60 Euro und das Ding ist damit gegessen. Aber du kannst dir auch für vielleicht 400, 500 Euro einen Rig kaufen. Ne? Da sind quasi Simracing ist eher ein teureres Hobby. Das ist übrigens ein Trugschluss. Ist wirklich. Ja, ist ein Trugschluss.
Okay. Also der geringste Teil der Simracing Community gibt sehr viel Geld für Simracing aus. Du wirst dich, du wirst dich von. Also, weil das ist immer so ein Argument. Das ist ein Argument, was wir sehr häufig unter iRacing-Videos haben. Deswegen bin ich irgendwann mal auf Prüfstation gegangen und habe jetzt mal nur 27 Folgen Zuschauer-Rigs genommen und habe das mal so prozentual ungefähr angepasst und auch immer mal die Community gefragt. Du wirst dich wundern, wie wenig Geld Leute dafür ausgeben. Ah, krass. Also, natürlich gibt es so Leute wie du und meine Wenigkeit. Ne, wo wir einfach sagen, na klar, wir kaufen uns Porsche, RSR, Lenkrad sind wir dabei, was soll's, komm. 3-4 Lenkräder im Jahr, na klar. Aber das ist wirklich ein ganz kleiner Teil nur. Ja. Ja gut. Aber trotzdem werden vermutlich viele den Fünfer oder sowas am Ende vom Monat noch übrig haben, ne? Wenn keiner ist gezwungen, irgendeinen zu unterstützen. Ja, ja. Ne? Es ist ja trotzdem alles freiwillig, aber ich glaube, viele freuen sich einfach und können vielleicht nicht einschätzen, was das für ein Mehrwert für die Leute sind, die dann dadurch was erhalten. Aber es ist, also ich sehe es ja an Marco und Noah selber und es ist einfach, wie die sich, egal über jede Kleinigkeit freuen, sei es eine Donation oder ein Sub oder sonst irgendwas. Ja, ne, man muss auch einfach sagen, das ist der Lebensunterhalt und die Zuschauer, ihr da draußen quasi, sorgt dafür, dass die das machen können, um euch zu unterhalten. Und es ist quasi so ein bisschen ein Geben und Nehmen. Ohne die Zuschauer würde es vielleicht keine Videos geben, weil man die Zeit gar nicht dazu hätte und sonst was. Deswegen ist das alles so quasi so ein Kreislauf, der so ein bisschen ineinander geht. Ja, das ist bei LFM übrigens auch so. Genau. Ja. Aber kommen wir nochmal zurück zu den 101. Ja. Du möchtest 101, möchtest du jetzt einloggen, Shiro, ja? Dass du sagst, genau. Du hättest gerne 101 Kommentare. Ja. Hast du dir das eigentlich mal die bei den anderen Folgen die Kommentare durchgelesen, wo es um die Zahlen ging? Ich habe Kommentare gelesen, ja, dadurch, dass ich fast jeden Cast geguckt habe. Aber ich habe nicht alle Kommentare gelesen. Und meistens, muss ich ehrlich sagen, habe ich die Videos relativ schnell geguckt, nachdem sie rausgekommen sind. Ja. Das heißt, da gab es noch gar nicht so viele Kommentare. Ah, okay, schade. Mhm. Das heißt, ich kann dir gar nicht sagen, wie hoch die Zahlen da sind oder sonst irgendwas. Aber mein Ziel ist halt, einen mehr zu haben als René, weil mehr ist mehr. Das ist das, um was es am Ende geht. Ja. Und ne, ein Pferd springt nur so hoch, wie es muss, sage ich mal. Deswegen einer mehr. Damit wäre ich zufrieden und alles, was on top ist, würde ich mich riesig freuen, wenn es da irgendwie die Unterstützung gibt und den Leuten das gefallen hat, was wir hier gemacht haben. Und ne, wie gesagt, ich gönn's auch dir auf jeden Fall, weil es ein richtig geiles Format ist. Es macht extrem Spaß, die Folgen zu gucken und jetzt auch mal selber dabei sein zu dürfen. Deswegen jede Unterstützung schätze ich da sehr und dann hoffe ich einfach noch ein bisschen, dass ein paar Jungs von Team Nitro da noch so ein bisschen extra Stimmung machen können, dass ich auf jeden Fall mehr habe als René. Also, worauf ich eigentlich hinaus wollte, Shiro, ist, falls du irgendwann nochmal auf die Idee kommen solltest, dir die Videos nochmal anzusehen. Vielleicht hast du ja so einen Moment. Ich würde dir wirklich die Kommentare ans Herz legen, weil einige Menschen da draußen schreiben mit den Zahlen, die jetzt beispielsweise bei dir, die 101, schreiben so unglaublich witzige Perlen unten drunter, dass du dir fast in die Hose kackst. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Also wir haben das ja jetzt angefangen mit Tim damals. Mhm. Nee, wir haben das davor angefangen. Nee, mit Niklas war es, glaube ich, der erste. Ja, mit Niklas und Nils. Und dann ging das ja, das hat sich ja so ein bisschen etabliert. Und die Kommentare unten drunter, das kann ich euch auch allen wirklich nur empfehlen, falls ihr jetzt hier das erste Mal dabei seid und ihr zurückreist in die Vergangenheit und die anderen guckt, lest euch die Kommentare durch. Da sind wirklich richtige Perlen dabei. Also ich lese wirklich auch, das kann man auch gucken, ich habe, glaube ich, bei Mabix habe ich über 400 Kommentare gelesen und da waren so geile Dinger dabei, dass ich abends vorm Rechner gesessen habe und mir gedacht habe, Alter, das ist ja fast besser als das Video an sich. Ja, das glaube ich. Da sind viele Leute auch immer sehr kreativ und schnappen viel auf und machen daraus
lustige Zusammenhänge oder sonst irgendwas, wo man sich wirklich sagt, ey, ja, es ist schön, dass es halt auch wirklich Leute gibt, die sich die Zeit dafür nehmen und sagen, ich habe das Video geguckt, ich fand es sehr interessant und ich wertschätze das, was hier gemacht wird und zeige das halt mit einem guten Kommentar oder wie es die Leute halt auch sonst machen. Das finde ich auch fantastisch. Chiro, der Gast hat immer die letzten Worte. Du musst hier den Podcast schließen. Du darfst alle grüßen, deine Mama, dein Hund, also wen auch immer. Ja? Papi. Ja. Du darfst auch, und das sage ich jetzt extra nochmal, du darfst für alles richtig reinrotzen und Werbung machen. Du musst dich nicht zurückhalten. Außer für Triple X-Seiten, das wäre schön, weil sonst wird das hier entmonetarisiert. Also sowas wie Only Lüfter, bitte nicht. So Seiten kenne ich gar nicht. Okay, fantastisch, also, gut. Weil ich würde mich jetzt nämlich verabschieden bei euch da draußen und mich sehr bedanken, dass ich dich heute kennenlernen durfte, Chiro. Das hat mich sehr gefreut. Ich gehe ganz stark davon aus, dass wir uns nochmal sehen werden, irgendwann nochmal in einer weiteren Folge, weil ich habe noch so ein paar Sachen, die mir im Kopf rumschwören, die aber noch nicht so genau durchdacht sind für einen Podcast. Und wünsche dir da draußen nach dem Gucken einen fantastischen Tag. Dir, Chiro, eine fantastische Woche. Und ich sage tschüss und übergebe das Mikrofon an Chiro für die letzten Worte. Ja, erstmal natürlich vielen Dank an dich, dass ich überhaupt eingeladen wurde, dass ich die Möglichkeit dazu bekommen habe. Also es war sehr, sehr lieb von dir. Danke ich dir auf jeden Fall sehr. Grundsätzlich kann ich nur Danke sagen an alle, die ich irgendwie auf dem Weg kennengelernt habe oder sonst irgendwas. Großes Danke an Marco und Noah, die mir, glaube ich, trotzdem viel ermöglicht haben. An die Jungs, die hinter Nitro stehen, uns da supporten und generell an die ganzen Fans da draußen, die, sage ich einfach mal, an jedem Rennen dabei sind, mitfiebern, an die quasi Community, die ihr da draußen. Ja, danke, macht so weiter, feuert uns an, drückt uns die Daumen, egal bei was. Lasst gerne einen geilen Kommentar da, dass wir 101 voll machen. Und somit wünsche ich dir, Dizzy, auch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Okay, bis zum Wochenende ist ja noch ein bisschen Zeit, aber eine schöne Woche und wie gesagt, nochmal ein fettes Dankeschön, dass ich überhaupt dabei sein durfte. Haut da rein und bis bald.